Jo Mann Leute, hallo und herzlich willkommen zum ersten Teil dieser Let's Play-Serie. Ich hatte auf Google Plus mal rumgefragt, ob ihr eine Serie haben wollt zum Thema Real Life Mod. Und ihr habt ja gesagt, also mache ich jetzt einfach eine. So, und hier sieht man schon das neue Player-Modell. Ich spiele natürlich immer mit der neuesten Version des Mods. Ich habe drei Mods geladen momentan. Das ist der sagenumwobene Shader-Mod. Der macht, dass das hier alles so mega geil aussieht. Dann mein Mod, also der Real-Life-Mod und Optifine. Was Optifine macht, ist das hier. Video-Settings. So, jetzt macht es hier ganz, ganz viele Grafikoptionen. So, das macht außerdem auch die Grafik noch viel schneller. So, genug gelabert zum Thema Mod. Und jetzt bauen wir uns doch am besten erstmal hier ein schönes Haus. So, die Animation muss ich noch ein bisschen verbessern. Das nervt vielleicht manchmal ein bisschen. Aber das kommt dann alles mit dem großen Update. Heute Abend lade ich ja noch ein Update hoch. Das wird dann die Version 0.13b sein, wo die ganzen Texture-Fixes drin sind. Da waren ja die Kühltruhe zum Beispiel war falsch texturiert. Aber das richtige Update kommt ja dann am 7. März raus. Und ja, da werden dann die Animationen und alles, da wird eine ganze Riesenmenge drin, Riesenmenge neu sein. Also Real Life Mod Let's Play ist natürlich auch so ein bisschen Werbung machen, teilweise. Oder zumindest Fragen stellen, ankündigen, was kommt, was kommen soll. Das schreibt ihr dann einfach in die Comments, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Und dann mache ich das auch alles rein. So, wir haben hier wirklich. Ja, ich habe Ewigkeiten kein Minecraft mehr gespielt. Und guckt euch mal diese Grafik an. Ist das nicht mega, mega, mega geil? Dieses Wasser hier. Schaut es euch an. Schaut euch dieses Wasser an. Hallo Hundi. Wenn man hier jetzt reintaucht, dann sieht das auch mega geil aus. So mit dem Arm. Ja, in First Person. Da werde ich noch Schwimmanimationen machen, natürlich. Aber das kommt dann alles noch. So, jetzt gehen wir hier mal wieder schnell aus dem Wasser raus. Die Temperatur wird da oben gerade ein bisschen buggy angezeigt. Warum weiß ich nicht. Ach so, der kennt das Gradzeichen nicht, ne? Gut, dann hier. So, da sieht man den Player jetzt schon mal in ganz. So, wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen Holz. So, ich guck den mal von außen an. Hier die Beinanimation. Der läuft also über die Wiese. Da haben wir einen Sapling. Der Kopf bewegt sich ganz normal nach vorne, nach hinten. So, so sieht er von vorne aus. Also wir werden noch das Feature einbauen, dass ihr eure eigenen Modelle auch reinladen könnt. Aber dafür werdet ihr euch dann auf unserer Seite anmelden müssen. Und dementsprechend können wir das dann für euch freischalten in eurer Version des Mods. So, bis dieses Feature drin ist, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile, weil wir ja im Moment noch an der Seite am Rumbasteln sind. Und dann zusammen mit diesem Feature wird auch der Server dann gesetupt werden. So. Genug gelabert zum Thema Werbung. Wir wollen uns hier jetzt erstmal ein Haus bauen und am besten geht das natürlich hier am Strand. Ein schönes Strandhaus. Und ich baue mir jetzt erstmal ein Crafting Table. Was bringt es eigentlich, wenn ich mir die Uhr hier hinlege, wenn ich nicht drauf gucke? Keine Ahnung. Ein Crafting Table. Setze ich mal schnell hier hin und baue mir Tools. So. Eine Pickaxe natürlich. Eine Schaufel. Eine Axt. Und eine Hake. So, da haben wir uns erstmal die vier Tools gemacht. Dann können wir das hier auch gleich wieder abbauen. So, man sieht, ich muss aufs Klo, hab allerdings noch nichts. Und ich habe Wasser hier. Also man muss möglichst schnell hier zum Zombies töten kommen, um sich einen Computer machen zu können und Wasser kriegen zu können. Oder, warte. Ah, ja, gut. Ich hatte gerade so ein bisschen vergessen, ob das jetzt an Flüssen auch ging, also auf Wasserblöcken, aber ja, es geht. Also wir brauchen nicht unbedingt einen Computer, um Wasser zu kriegen. Gut,
Dann können wir uns ja jetzt erstmal darauf konzentrieren, hier zu bauen. Und bauen uns jetzt erstmal ein schönes Strandhaus. Dafür holze ich hier gerade mal die Palme ab. Palme, Tanne. Ja, Palmen. Ah, schade. Ich habe hier nebenbei gerade mal die Curse-Seite vom Mod offen. Guck da ein bisschen drauf, ob da irgendwas im Chat geschrieben wird oder so. Twitter habe ich nebenbei offen. Ich finde das richtig cool, weil ich hatte ja nie erwartet, dass dieser Mod wirklich groß wird. Aber der hat jetzt schon so eine große Community. Das finde ich toll, das hätte ich nie gedacht. Ja, und was ich ganz, ganz richtig mega krass finde, ist, dass The Atlantic Craft tatsächlich mein Mod reviewed. In der nächsten Woche kommt die Review. Und The Atlantic Craft, ich danke dir dafür, auch wenn du Amerikaner bist, und das nicht verstehst, was ich hier sage. Ich danke dir trotzdem. Ich danke dir viermals, tausendmal, 8 Milliarden Mal. So, genug gedankt, gedingst, gedongst. Es wird Nacht. Scheiße, wir müssen dringend uns was bauen hier. Aber ich will das Haus schön bauen. Ich will es wirklich schön bauen. Deshalb haue ich hier jetzt mal die Bäume ab. Okay, so. Jetzt können wir uns nämlich hier... ich würde das ganz gerne mit so Säulen auf dem Strand stehen lassen. Am besten fangen wir hier an und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6 breit mache ich es mal. So. Und dann am besten nochmal hier unten. Upsala. Hier unten. Da. Und so, jetzt haben wir uns die Säulen hier gebaut und da sieht man den Mond untergehen, die Sonne aufgehen, nein, umgekehrt. Und jetzt, wir hatten noch Holz, ne? Genau, hier haben wir Holz. So, jetzt ist Nacht geworden, richtig. Und ich baue hier gerade mal so eine kleine Schutzmauer hin, dass uns die Zombies nicht sehen, falls vorhanden. Oh, jetzt sehe ich aber auch nichts, scheiße. Warte mal. Okay. Hier bauen wir uns jetzt mal das Haus hin. Da. Ich werde die Welt vielleicht auch irgendwann mal zum Download bereitstellen. Weiß ich noch nicht. Vielleicht wird das auch die Serverwelt irgendwann. Kommt drauf an. Ich habe sie mir noch gar nicht so richtig angeguckt. Da hinten gehe ich nachher, glaube ich, mal hin. Ich habe ja eine Schaufel, ne? Aber nein, die benutze ich jetzt nicht. So, wenn euch das gefällt, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wenn ihr mehr Let's Play haben wollt, dann liked doch einfach, kommentiert kräftig. Und dann gibt's da auch auf jeden Fall mehr von. Ich muss da nur wieder erstmal ein bisschen reinkommen ins Let's Playen. Denn ich habe ja in letzter Zeit wirklich extrem gemoddet, sage ich mal. Und da gar nicht so viel mit Let's Plays am Hut gehabt, außer dass ich nebenbei manchmal welche geguckt habe. Aber die waren dann natürlich nicht von mir. So, das hier ist von mir. Hier kommt die Tür hin. Und hier kommt dann der Garten hin. Deswegen baue ich hier gerade mal so ein bisschen ab. Ich mache gerade mal den Ton leiser auf den Kopfhörern, der ist mir gerade ein bisschen zu laut. So. Ja, ich weiß gar nicht, wollen wir hier den Garten so ein bisschen da reinbauen? Vielleicht machen wir das sogar gleich mal. So, habe ich denn... Was ist denn das da? Ach, das ist eine Blume. Ich dachte schon, das wäre irgendeine Spinne. Oh, ich bin auf Difficulty Easy, aber hier sind offenbar gerade keine Monster. Das finde ich sehr gut. Trotzdem sollten wir uns beeilen, damit uns nicht hier irgendwas passiert. Irgendetwas gar Schröckliches. Ein Enderman. Scheiße. Genau so etwas nämlich. Ich baue hier schon mal die... Ich verpiss mich Grube. Na super, jetzt fängt hier natürlich gleich der Stein an.
So. Das ist die Ich-Verpiss-Mich-Grube für Nächte, in denen einfach zu viele Monster da sind. Und dann verpisse ich mich halt da rein. So. Erde hin. Erde drauf. Ich hätte mich auch hochbauen können. Dann haben wir da die Verpiss-Mich-Grube. Haben wir nicht hier noch irgendwo andere Bäume oder so? Nee, leider nicht. Schade. Dann baue ich hier jetzt gerade mal zu, damit er uns nicht sehen kann. So, also ich finde ja, mir gefällt Minecraft mit der Hand besser. So. Das schreibt am besten einfach mal unten rein. Denn ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob dieses Feature wirklich gut ankommt bei euch. Es ist in den ganzen sozialen Netzwerken zwar schon auf relativ guten Anklang gestoßen. Wurde oft geteilt und so, aber ich weiß nicht, weil das ist ja doch nicht mehr so ganz Minecraft dann, ne? Natürlich bei einem Real-Life-Mod gehört das einfach dazu, realistische Modelle, aber ob wirklich in dieser extremen Art und Weise, weiß ich es gar nicht. Da müsst ihr ein bisschen einfach mal erzählen, was ihr da so wollt. Also ich habe ja gehört, Animationen und so sollen recht gewünscht sein. Also da haben mir viele Leute geschrieben. Deswegen mache ich die auch. Und so habe ich es jetzt einfach mal gemacht. Das ist noch ein Junge, der dürfte 19, 18 Jahre alt sein, so ungefähr von der Statur her. In Sporthosen sollte man erkennen. Ich weiß nicht, soll der hier, wenn man einen alten Mann als Kind spielt, weil Minecraft wird ja doch oft noch von Jugendlichen, von Kindern gespielt. Weiß ich nicht, kommt das so gut an, wenn man da so einen alten Opa spielt? Deswegen habe ich jetzt erstmal so einen Jüngeren gemacht. Wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr euch halt beschweren. Dann mache ich das halt anders und dann ist das halt so. So, den Boden haben wir hier fast fertig. Da hinten hockt eine Spinne rum. Und das sieht ja auch mega geil aus mit diesem Shader. Also, den Link zu Shadern-Mods und es sind ja nur drei im Moment, zu Shadern-Mods und weiteres, den stelle ich natürlich in die Comments. Unten in die Beschreibung, meine ich. Und dann könnt ihr euch das alles downloaden. Denn was ich habe, möchte ich auch mit euch teilen. Wofür will ich dann schon sein? So, den Baum hauen wir auch gerade mal ab. Und ich hoffe, dass es schon bald wieder Tag wird. Denn am. Oh, guck mal, ich bin ganz angespannt. Aber das sieht ja auch mega geil aus mit diesen Shadern. Also ich feier den richtig. Diesen Shader hier, die Wolken, das sind keine Texturen. Das sind wirklich gerenderte Wolken. Mega krass aus. Guck, die bewegen sich auch in sich selbst. Ist echt cool. Und auch mit dem Licht und so. Warte mal, ich gehe mal gerade an einen Baum. Ach nee, das ist ja schade. Das scheint nicht so cool durch den Baum, durch das Licht. Aber es ist einfach ultra realistisch, dass die. So wie es aussieht, ne? Weil so sieht es nachts in Minecraft normalerweise ja nicht aus. So, dann haben wir hier die Wand gleich fertig gezogen. So, die Ecken bauen wir mal hier hin. Und da kommt gerade, da ist der Enderman. Ich habe keinen Bock, von dem gesehen zu werden. Scheiße, Zombie. Wo ist der Zombie? Da ist der Zombie. Ich habe kein Schwert. Das ist ja klar. So, hier kommt er nicht hoch. Hier kommt er hoch. Deswegen. So, Scheiße. Stirb, du Scheißwichser. Hilfe. Verdammt. Jetzt kommen auch noch die. Scheiße. Ich gehe in die Verpiss-mich-Grube oder ins Wasser. Nein. Oh. Na super, jetzt kommen die kleinen Zombie-Babys. Oh.
Scheiße, verdammt. Oh, guckt euch den Schatten. Guckt euch diesen Schatten an. Zieht ihn euch rein. Alter, ist das geil. So, ich baue mir eine Verpiss-mich-Grube. So. Jetzt habe ich mir eine Verpiss-mich-Grube gebaut und jetzt muss ich irgendwo hier die Zeit rumkriegen. Am besten mit meinen. Aber man soll ja nicht so nach unten bauen einfach, ne? Hier ist Sandstein, so wie das aussieht. Ah, es sieht aber auch echt dunkel aus. Ich weiß gar nicht, ob man auf YouTube überhaupt etwas erkennt. Ich hoffe es ja. Vielleicht finden wir ja sogar eine Höhle hier. Das wäre natürlich krass. Und ansonsten können wir hier, glaube ich, so einen Unterwassereingang bauen. Das wäre ganz cool. Aber ich glaube, ich rede gerade mega leise, oder? Jetzt rede ich am besten mal ein Stückchen lauter! So, sorry. Ja, dann haben wir doch gleich mal Stein. Das ist doch auch was Gutes. Und ich wette, dass wenn... Oh, mir wird schlecht. Zum Glück habe ich Wasser dabei. So, jetzt brauchen wir aber dann auch wieder Wasser, ne? Und die Tools hier reichen ja auch nicht ewig. So, ich glaube, wir sind jetzt bereits unter Meer. Sollten wir zumindest. Ah, meine Nase juckt. Aua. Ich bin auch auf Twitch, allerdings mache ich da fast nichts. Also, da wird auch erstmal, bis ich den Mod zumindest so weit fertig habe, dass er über die Version 1 raus ist, dann werde ich da auch mal Let's Playen, wenn euch das Ganze gefällt. Wenn nicht, dann werde ich das lassen, weil es ist schon ziemlich stressig und ich gehe auch noch zur Schule. Und da geht das alles nicht. So, ich wette, jetzt kommt Wasser von... Ach nee, doch nicht. Was ist hier? Ach so, Stein. Ja gut. Ich glaube, ich grabe lieber nicht hoch, weil sonst kommt irgendwas anderes, was mir nicht gefällt. Warte, ich muss gerade mal die Steuerung umstellen auf nicht sprinten. Optionen, Controls, Optifine, Zoom mache ich mal auf Alt. So, perfekt. Können wir mit Alt zoomen und mit Steuerung wieder rennen. Das ist doch wunderbar. So, wir brauchen auch auf jeden Fall was zu trinken. Zu essen. Oh mein Gott. Scheiße. Da war ein Enderman. Ich will hier weg. Ah. So, jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich genau bin. Und jetzt grabe ich mich einfach mal zur Seite. Kacke. Ich habe noch ein Holz. Nein, und jetzt ist die kaputt, verdammt. Oh, das war mir so klar. Aber da ist schon Sand. Da ist Wasser. Jetzt muss ich nur noch rein, los, rein, 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 rein. Hä? Ja, los, beweg dich doch mal. Ich muss hier durch. Lass mich durch. Oh, es ist Tag. Ist es Tag? Es ist Tag. Ich glaube, es ist Tag. Ja, es ist Tag. Jawohl. Verpiss dich, kleines Zombie-Baby. Du brennst eher in der Sonne. So, dann können wir jetzt weiterspielen. Das ist doch schön. Gut. Oh, das sieht so cool aus. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn für Texture Packs? Ah, nee, den mache ich nicht zusammen mit dem Shader Mod rein.
Okay, dann wir haben jetzt Stein, ne? Dann hole ich mir am besten wieder Holz. Und dann baue ich mir gleich mal Stickies und dann können wir gleich die Holztools zu Steintools aufmöbeln. Und das Let's Play ist schon über 20 Minuten lang. Das heißt, hier ist Schluss. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.